Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Xerox. Und heute sind wir im Hotel Tycoon drin. Und da steht noch Beta dabei. Ich bin mal gespannt. Und das Spiel wurde erstellt von Bratty Games Roblox. Und unten in der Beschreibung steht noch: Build a realistic hotel. It's one of my realistic games, but not yet. It's the first one. In the beta, you can see what we I need for the Tycoon. Also, Dropper, Upgrader, Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin mal gespannt und, ja, Mitarbeiter frei, super. Aber das hier ist für einen Test, muss ich sagen, jetzt Performance fressend, weil da die ganze Zeit Drops rauskommen. Ist nur so eine Sache, die ich ganz kurz angesprochen haben wollte. Wir werden mal eben ganz kurz claimen und werden hier hingehen und jo, ich klicke einfach mal. Ich weiß noch nicht, ob ich das komplett hier jetzt durchspielen werde, weil das Ding ist, ich möchte eher Spiele haben, die halt auch spielbar sind, wo halt auch schon was drin gemacht wurde, wo das Spiel auch wirklich released ist. Würde ich schon mehr feiern als so ein Spiel, was noch nicht wirklich fertig ist, wo man halt so gesagt testen kann. Ich weiß nicht. Bin ich davon so ein Fan? Eher weniger. Woher kriegen wir da? Wollte gerade fragen, wo kriegen wir denn unser Geld her? Und ich wurde hier eben zugeballert mit Nachrichten. Also heißt hier unten rechts die ganzen Badges. Da wurde ich halt extrem zugeballert mit. Ja. Aber hier die ganzen Dropper. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. So, wir kaufen uns mal den Dropper 2. Ob sich hier irgendwas ändert? Nö. Nö. Sehen alle gleich aus. Bin ich auch nicht so der Fan von. Das erwähne ich ja auch jedes Mal. Also, es soll nicht böse gemeint sein, aber realistisches Building sehe ich hier jetzt nicht. Nö. Nicht wirklich. Ich würde das auch wirklich komplett überarbeiten. Also, komplett nochmal was dran machen, weil. Ja, man sollte schon richtige Spiele reinbringen. Ne? Ist halt immer wichtig und richtig, dass man sowas macht. Weil großartig zeigen kann ich jetzt nichts. Und da muss ich auch sagen, bei vielen Spielen, zum Beispiel diese Spiele, da steht zwar Beta. Aber das hier würde ich nicht mal mehr als Beta bezeichnen. Das würde ich wirklich als Alpha bezeichnen. Oder nicht mal Alpha. Weil das Spiel, ich sehe halt noch nichts. Ich sehe hier kein Hotel, wo die Leute einchecken können oder sonstiges. Ich kann gerne mal hier vorne noch den Upgrader kaufen. Vielleicht kriegen wir dadurch vielleicht eine Wand freigeschalten. Da vorne wird jetzt gerade eine Wall angezeigt. Ich kann ja einfach mal klicken lassen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mal so ein bisschen Geld habe. Und dann gucken wir uns das nochmal gemeinsam an. So, ich habe jetzt mal ein bisschen rumgeklickt. Ich gucke mal, wie viel Geld. Ja, 26.000. Also insgesamt haben wir jetzt 29.000. Und wir gucken einfach mal nach, was wir hier jetzt gerade aufbauen. Und ja. Also. Ja, das kostet alles extrem viel. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Ne, wir sind ja jetzt hier in diesem Bereich. Oder ja, wir gehen mal eben ganz kurz nach außen. Und das soll wirklich nicht abwertend klingen oder sonstiges. Aber wenn man von realistisch redet, sollte es realistisch aussehen. Ne, also, wollte ich nur mal eben ganz angesprochen haben. Weil man schreibt es selber unten in die Beschreibung rein. Und hier seht ihr auch einen Screenshot davon, dass ich hier jetzt nichts Falsches sage. Zumal die Person das ja immer wieder ändern könnte. Und realistisch ist halt wirklich was anderes. Dann gibt es noch eine Sache, die ich gerne ansprechen möchte. Und zwar Thumbnails. Macht bitte Thumbnails rein in eure Spiele, falls ihr was einschicken solltet. Und da rede ich jetzt nicht von Thumbnails, die ich sehr häufig schon bekommen habe. Und zwar immer die Größe 512x512. Warum Leute immer ein Viereck in ihre Thumbnails reinpacken, ich weiß selbst nicht. Ich habe da schon mal zu einem Tutorial gemacht. Dieses Tutorial war auch relativ einfach zu verstehen. Und da habe ich sogar schon die Größenangabe gemacht, wie groß dieses Thumbnail sein soll. Und das machen einige gar nicht. Ich frage mich bis heute, warum.
Man braucht dazu kein großartiges Programm, weil dafür gibt es Photopea. Könnt ihr einfach im Browser bei euch suchen und dort raus ein Bild machen. Macht einen Screenshot von eurem Spiel, am besten geht ihr dann in die Ego-Perspektive beispielsweise, macht das so oben weg. So, und macht hiervon einen Screenshot. Den Pfeil braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, den sieht man auf eurem Screenshot nicht. Und dann drückt ihr einfach nur auf Druck SABF auf eurer Tastatur, findet ihr direkt neben der Löschtaste, wenn ihr was löschen wollt. Direkt rechts daneben, da findet ihr die. Nur mal so ein kleiner Tipp von mir. Vielleicht spiele ich den gerade doch mal zu Ende, um einfach mal zu schauen, ist er wirklich so realistisch, wie er angepriesen wird. Und viele sollten langsam verstehen, dass es mich auch schwer motiviert, wenn ich solche Spiele sehe. Ich habe halt keine Lust darauf, Spiele zu testen oder allgemein in Sachen reinzugucken, weil mir wird schon viel gesagt und viel im Hintergrund passiert, dass viele Spiele einsenden, um ein paar Robux zu generieren. Ich gebe gerne Robux ab, aber irgendwann ist an dieser Punkt erreicht, wo ich mir denke, so, wofür mache ich das? Ich gebe so vielen Menschen Robux oder besser gesagt die Chance, dass ich das Spiel vorstelle, auch wenn ich keine Tausenden von Klicks mache, ihr wahrscheinlich dadurch auch keine Tausende Menschen da reinbekommt in eure Spiele. Nee, aber seid froh, dass es jemanden gibt, der es macht. Und dann tut bitte auch was dafür, dass die Person vielleicht sogar unterstützt. Und ich bin nicht die einzige Person, die das macht. Es gibt viele, wo ich es auch schon mitbekommen habe, wenn ich zum Beispiel ein Spiel getestet habe, dass andere dort reingegangen sind und auch mal eine Spende dagelassen haben. Was halt wirklich sehr schön ist, sowas zu hören. Und es freut mich wirklich sehr. Aber irgendwann ist die Motivation wirklich komplett husch weg und ich habe darauf keine Lust mehr. Keine Lust mehr auf Spiele, die irgendwas versprechen oder halt gut vom Thumbnail aussehen, weil die meisten Thumbnails sind sogar geklaut. Von Spielen, die ich reinbekomme, da sind die meisten Thumbnails geklaut. Einfach gesucht bei Google, ey, ich hab den Tycoon gemacht, jetzt suche ich nach diesem Tycoon. Oder suchen nach Money Tycoon oder sowas. Oder Money Tycoon. Und packen einfach das Thumbnail, das erste, was sie finden, direkt in ihr Spiel rein. Das verstehe ich dann nicht. Hier ist es jetzt nicht der Fall, das will ich damit nicht sagen, aber es gibt leider diese Menschen, die das machen. Und ja, es motiviert mich nicht und es motiviert selbst die Creator nicht, die für dieses Thumbnail wahrscheinlich Stunden da rein investiert haben in Arbeit. Und ihr seid dann so gesagt eine Person, die es einfach nutzt. Das wollte ich mal eben so angesprochen haben und wir gucken uns das jetzt nochmal weiter an. Aber ich glaube, viel wird da nicht mehr bei rumkommen. Ich weiß gar nicht, was können wir hier oben nochmal machen? Hier oben gab es nichts. Nö. Dann gehen wir mal hier hinten hin zu den ultra realistischen. Oh, warte mal. Können wir hier noch was machen? Nö. Ultra realistischen Treppen. So, dann gehen wir hier hin und haben die Küche aufgebaut. Dann machen wir das hier dahin. Gut. Und jetzt können wir ja die Räume bauen, oder? Das hier sind also die Rooms. Supi. Ja, wir sind durch. Und das ist dann das, was ich meinte. Der ultra realistische Tycoon. Ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Ne, bin nicht in meinen Kopf rein. Und ja, ich werde schauen, dass ich, wie ich das mache mit dem Aufnehmen oder allgemein das Spiele testen, weil die Motivation ist gleich null. Weil man bekommt leider sehr häufig nur noch diese Spiele rein. Viele davon teste ich gar nicht mehr. Und aus diesem Grund, ja. Ich weiß, da steht Beta dran, aber das hier hat nichts mehr mit einer Beta zu tun. Das hier hat auch nichts mit einer großartigen Alpha zu tun. Es funktioniert zwar, die Dropper funktionieren, es sind aber wiederum auch die Sachen, die ich immer erwähne. Es sind alles drei dieselben Dropper. Die droppen alles gleich. Das heißt, das erwähne ich auch immer wieder. Also heißt, die sehen gleich aus, droppen im gleichen Abstand. Hätte ich die alle zur gleichen Zeit gekauft, dann würde alles perfekt gleichmäßig runterdroppen. Ein bisschen mehr Variation mit reinbringen. Das heißt, der eine droppt vielleicht 1,5 Sekunden, der andere 2 Sekunden, der andere, weiß ich nicht, 2,5 Sekunden. So, dass es auch nicht immer alles gleich aussieht. Ja, ich würde sagen, wir gucken direkt ins nächste Game rein.
Und da sind wir auch schon im nächsten Spiel drin, und zwar in Cartoon Tycoon. Und dieses wurde erstellt von Asabanau24. Ich will hoffen, dass der Name auch richtig ausgesprochen wurde. Und es sieht jetzt schon mal besser aus. Besser als das vorige Spiel. Vor allem vom Building her. Es sieht wirklich gut aus. Und das freut mich zu sehen. Funktioniert das Cash-Geben? Wir probieren es. Es hat funktioniert. Cash funktioniert. Sehr schön. Gibt es auch einen Code? Es gibt einen Free Dropper mit dem Code Dropper. Wo ist der? Ach, da vorne. Nice, es hat funktioniert. Und da vorne ist schon jemand. Oh nee. Nice Sache. So, da wir jetzt ein bisschen Cash haben, können wir auch direkt mal ein bisschen was kaufen. Upgrader, ganz wichtig. Sehr gut. Und es funktioniert. Was ich wieder nicht so ganz mag, das ist aber Geschmackssache, muss ich dazu sagen, ist zum Beispiel, dass die ganzen Farben alle gleich sind, die rausdroppen. Die Dropper sehen wieder alle gleich aus, bis auf die beiden hier vorne. Aber ja, das hätte man vielleicht noch ein bisschen ändern können, dass die vielleicht auch farblich rausdroppen. So, was haben wir denn hier noch? Die Walls, würde ich sagen. Ach so, die kosten ja 5000. Ach ja, wir kaufen uns halt die Boxen. Aua, ekelhaftes Geräusch. So, mal ein bisschen leiser gemacht. Und genau sowas möchte ich sehen. Dass Leute auch wirklich Bock haben darauf, ein Spiel zu machen. Und hier sieht man schon teilweise, die Person hatte Bock, ein Spiel zu machen. Und deswegen werde ich hier auch unterstützen. Aus diesem Grund habe ich jetzt gerade auch nochmal 100 Robux ausgegeben für den VIP-Dropper, damit die Leute die Motivation haben. Was ist das hier für ein Haus? Können wir da rein? Da können wir sogar rein. Ja, nice. Touch the plush. Okay. Ja, wir haben ein Badge bekommen. Super. Ach ne, klaut der jetzt wirklich bei mir Geld? So, dann kaufen wir uns mal die erste Wall. Ah, ja, die wird ja direkt gebaut. Das ist schon mal sehr gut. So, dann kaufen wir uns auch noch mal den Floor, den nächsten. Okay, wir könnten uns auch einen Colorizer oder Macrolizer holen, damit die ganzen Drops hier anders aussehen. Ich finde es aber wirklich besser, glaube ich, wenn man die im Script direkt umstellt, dass sie halt in der Farbe droppen, wie die Dropper auch aussehen. Fände ich um einiges besser. Und was ich gerade aber nicht so ganz verstehe, und das muss ich mal eben ganz kurz angesprochen haben: Warum gibt es denn hier unten keine Security Door? Weil jetzt müsste ich sagen, hier gibt es Schwerter, hier kann man Leute umbringen. Warum macht man denn keine Security Door rein? Weil das fände ich um einiges besser. Es gibt Spiele, die haben eine Security Door drin, obwohl sie es gar nicht bräuchten, weil es keine Waffen in diesem Spiel gibt. Hier gibt es Waffen, und ja, hier sollte man dann auch die Security Door mit einbinden. Da kaufen wir uns natürlich nochmal einen Conveyor. Okay, jetzt brauchen wir nochmal ein bisschen Geld. Okay, wir haben leider unten auch nicht zum Klicken. Sonst würde ich klicken die ganze Zeit, damit wir ein bisschen schneller ans Geld kommen. Aber das geht nicht so einfach. Ich finde auch die Preise ein bisschen zu teuer, muss ich sagen, für das Cash. Also für 5K zahlt man 50 Robux. Für 7,5K bezahlt man 75 Robux. Und für 10K 100 Robux. Ich würde das ein bisschen runtersetzen. Definitiv von den Preisen her runtersetzen, weil ich finde einen Preis für 5K, zumal ich mir jetzt für 50 Robux 5K kaufen könnte und könnte mir hier oben gerade mal so gesagt den Dropper kaufen. Deswegen würde ich es nicht für 50 Robux anbieten, sondern schon für 10 Robux oder sowas. Warum? Ganz einfach, weil dieser Preis so günstig dann wäre, dass es mehr Leute kaufen würden. Oder sogar für 5 Robux anbieten. Weil man sieht, ich habe jetzt hier ein bisschen was aufgesammelt, aber halt nicht viel. Und jetzt muss ich oben den Dropper kaufen. Und ich weiß nicht, wie viel mir der Dropper hier oben bringt. Ob es sich überhaupt lohnt. Aber eine Sache muss ich dir dazu sagen. Also das Design kommt mir sehr, sehr, sehr bekannt vor. Ich hatte ja damals halt mal das Format gehabt. Wir bauen einen Tycoon, und da wollte ich ja so gesagt einen Wizard Tycoon machen, und da hatte ich sowas hier in Art auch schon gebaut gehabt. Aber ist vollkommen in Ordnung. Ich habe das Projekt nie zu Ende gebracht, und die Leute haben es ja selbst gebaut. Oder die Person jetzt hier. Und da finde ich es vollkommen in Ordnung, dass man das dann teilweise nachbaut. Ja. Zumal, was auch ein bisschen blöd ist, muss ich jetzt nochmal angesprochen haben, in der Owner Door. Bei der Owner Door ist es auch wichtig, dass die da ist, weil man hier zum Beispiel auch Geld klauen kann. Das heißt, jetzt könnte jemand kommen und mir Geld klauen. Und das ist natürlich auch nicht so toll, wenn die Leute sich das einfach nehmen können.
Deswegen würde ich das auch nochmal komplett überarbeiten. Oder besser gesagt, deswegen sollte hier auch eine Owner Door rein. So, dann kaufen wir uns mal den Dropper 7 und den Dropper 8. Vielleicht kriegen wir dadurch mal ein bisschen mehr Geld, weil irgendwie dauert das extrem lange. Naja, viel mehr Geld bekommen wir jetzt auch nicht. So, der Chaos schenkt mir Geld. Und das meinte ich, wenn ich jetzt da drüber gehe, zack, habe ich eben die Hälfte. Nee, das war nicht mal die Hälfte. Aber so ungefähr 30% seines Geldes geklaut. Und ja, das ist das, was ich meinte mit der Owner Door. Das nächste, was wir uns aber kaufen, ist oben definitiv der Upgrader. Und ich würde noch was empfehlen. Und zwar habe ich unten den VIP-Dropper hier gekauft. Ich weiß halt nicht, wie viel er mir gibt. Das weiß ich nicht. I don't know. Den würde ich aber definitiv ein bisschen höher stellen von dem Preis oder besser gesagt von dem, was rausdroppt. Das ist, glaube ich, nochmal so eine Sache, die ich machen würde. Ich denke mal, der gibt uns vielleicht 25, $30 pro Sekunde oder alle 2 Sekunden, weil pro Sekunde droppt er nicht. Das würde ich vielleicht machen, weil dann kriegt man auch wieder ein bisschen schneller das Geld zusammen. Ist ein bisschen angenehmer. Ich denke mal, ich sammle immer ein bisschen Geld hier und wir hören uns dann gleich wieder, wenn ich soweit das Geld zusammen habe. Ja, was hast du denn für einen Fehler gefunden? Ich kann es benutzen, obwohl es nicht meine Base ist. Joa, das stimmt, aber das ist normal. Das geht auch bei Zedin aufs Tycoon Kit, ist das genau dasselbe. Ja, ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber naja, ist ein kleiner Fehler, aber ist jetzt nicht so wild. Will ich das als Fehler deklarieren? Ich glaube eher weniger. Oh, hier oben haben sich schon die ersten 3 Dropper ein bisschen verändert. Nice. Oh, ein eigenes gebautes Schwert? Ich glaube ja. Sehr schön sieht das aus. Gefällt mir. Wisst ihr, was das große Problem hier ist? Dass viele Sachen sich einfach so gesagt doppeln. Wir haben die Pflanze wieder, wir haben das Bücherregal wieder und wir haben die Kisten wieder. Vielfalt. Das ist das Wichtige auch. Vielfalt. Ein bisschen was anderes mit reinbringen. Das wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Das heißt, vielleicht oben einen anderen Baum oder sonstiges hier oben hinstellen, weil du hast hier wirklich sehr viel Platz. Guck mal, du hast hier noch überall Platz. An der ganzen Stelle hier. Da kann man bestimmt nur irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwas Rundes hier hin machen, wo so ein Baum wächst. Na gut, das muss ich jetzt nicht mehr machen. Der Tycoon ist ja so gesagt fertig und da brauchst du das eigentlich nicht. Aber es wäre nochmal so eine Idee von mir, die man vielleicht mit einbringen könnte für die Zukunft oder im Allgemeinen für ein weiteres Spiel, falls du mal eins machen solltest. So, wir gehen jetzt mal auf die 3. Etage und gucken dort nochmal nach. Oh, hier haben wir einige Buttons. Conveyor 3. Mega Dropper. Ui. Hier noch ein Konvoier? Ich glaube nicht, dass hier oben ist so eine allgemeine Etage, wo man halt nur. Oh, wir haben ja ein Neon-Schwert, nice. Wo man, glaube ich, nur so Kleinigkeiten baut, ne? Ja. Ach Mensch, da erinnert man sich gerne zurück an die Zeiten, wo man noch auf einer LAN war bei Kollegen. Schön beide nebeneinander oder eine komplette Reihe aus 8 Leuten und sowas. Weil damals hat man sich gerne noch zu LAN-Partys getroffen. Ich glaube, heutzutage gibt es das gar nicht mehr. Ich weiß es nicht zu 100%, aber ja. Warte mal, kann man den Damage machen? Ja, okay. Ja, reicht. Alles gut. Man merkt, der Server wird voll. Oh, die sind unten am Fighten. Oh, einer ist dabei gestorben. Der ist dabei gestorben. Ich weiß nicht, wer da gestorben ist. So, wir bauen mal hier weiter. Und das war eben zum Beispiel auch dieses gute Beispiel, was ich meinte. Dass, wenn man, ja, keine Door unten hat, keine Owner Door, dass die Leute einfach reinkommen können und dich eigentlich so gesagt umbringen könnten. Ja, das wäre natürlich nicht so toll. Ah, ich glaube, jetzt baut man nur noch. Weil hier sehe ich jetzt auch kein Conveyor mehr. Nö.
Da bauen wir direkt mal das Roof fertig, die Toilette, eine Bathtube, eine Wall, dann den Golden Sword Giver. Ja, aber ich glaube, ich fände, glaube ich, das Neon-Schwert hier oben besser als das Golden Sword. Ich weiß nicht warum. So, dann machen wir hier oben nochmal so eine Sofa-Reihe hin. Und wir gehen nochmal nach unten und holen uns, glaube ich, jetzt das letzte Mal ein bisschen Geld. Und dann gehen wir nochmal nach oben, verfolgen wir den David. David? Ja. Und dann gehen wir hier hin und kaufen uns hier die Pflanze, das Bookregal, der TV. Gut. Der Table. Also ich hätte jetzt keinen Bock hier zu sitzen und so Fernsehen zu gucken. Du siehst ja die Hälfte des Films gar nicht unten. Naja. Dann nochmal hier eine Pflanze. Dann gehen wir nochmal hier hin, weil hier können wir nochmal eine Küche bauen. So. So und so. Und dann hier noch ein Wäschbessen. Wäschbessen? Was ist ein Wäschbessen? Ich habe keine Ahnung. Leute, es kann sein, dass ich jetzt auch falsch gerade ausgesprochen habe. Ich weiß es nicht. Und wir könnten halt auch rebirthen. Das machen wir aber jetzt nicht. Nein. Aber der Tycoon gefällt mir. Zu Anfang gab es ein paar Schwierigkeiten oder Startschwierigkeiten. Zumal beim Kaufen der ganzen Items auf der zweiten Etage. Da war es ein bisschen, wie lange dauert das denn? Aber dann so ab der dritten, vierten Etage ging es doch ganz schnell. So, jetzt beschenken wir die Leute hier noch ein bisschen mit Geld, wenn sie da Bock drauf haben. Na, dauert jetzt ein bisschen. Sehr gut. Gut, Leute. Ich bleibe noch ein bisschen hier im Spiel drin. Man sieht ja, die Leute haben Bock. Deswegen dürfen sie sich jetzt hier ein bisschen Geld immer rausnehmen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und würde dann sagen, bis zum nächsten. Euer Xerox. Ciao, ciao.